Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon Age Origins. Ich bin mittlerweile wieder im Homeoffice oder, naja, Online-Vorlesungen und wir werden jetzt in den nächsten Stock gehen. Okay. Alle sind fort. Oder tot. Ich befürchte das Schlimmste. Ja, das befürchte ich leider auch. Wenn ich ehrlich bin. Was ist das denn hier für ein Buch? Das ist auf jeden Fall ganz anders hier mit meiner anderen Maus und anderen Tastatur hier. Die sind, glaube ich, auch ein bisschen lauter. Also, falls du das unangenehm findest, es tut mir leid. Ja. Ach du Schande. Schriftrolle von Bannerstor. Eine Schriftrolle mit Informationen über dunkle und schreckliche Rituale der Blutmagie. Die Schriftrollen von Bannerstor. Eins zu werden mit der Macht des Nichts ist nur der erste von vielen Schritten. Man muss auch eins werden mit den Regeln des Nichts und die Verbindung zwischen der Welt des Traumes und der Welt des Fleisches finden. Das ist die wahre Macht der Blutmagie. Fleisch und Geist sind untrennbar und darin liegt die Macht, den Geist anderer zu beeinflussen und zu kontrollieren. Unter dem Text befinden sich nicht zu entziffernde Runen sowie Flecken von Blut und Tinte. Andere mögen davon sprechen, dass der Geist heilig sei. Wer die wahre Macht des Blutes kennt, erkennt diese Aussage als Narretei. Der Geist ist ebenso wenig heilig wie ein Knie, ein kleiner Zeh oder ein Ohr. Der Mensch denkt damit sonst nichts. Und wahres Denken erfordert die Verbindung zum Pochen des Blutes, dem ewigen Rhythmus des Lebens. Kappt man diese Verbindung, ist die Kontrolle des Geistes ein leichtes. Unter dem Text befinden sich einige Zeichnungen eines Blutmagierituals, ohne Beschriftung oder Beschreibung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, aber ich höre Schreie. Okay. Okay, cool. Cool. Wo kann ich denn jetzt hingehen? Da und da und da. Wir müssen kämpfen. So. Okay. Ja. Gib die Richtung vor! Ja, Krieger, wie wär's mal mit angreifen? Hallo? Ja. Tank, bitte hol die Gegner nicht zu den Magiern, danke. Natürlich. Oh fuck, scheiße, da ist ein arkaner Schrecken, okay. Magier, kümmert euch mal bitte darum. Ich geh hier nur hin. Los geht's. Oh shit. Nein. Oh je. Ich bin hier. Ich erwarte eure Befehle.
Hui, okay, arkane Schrecken sind böse, böse. Hab ich hier eigentlich irgend noch mal was, was vielleicht wichtig wäre, vorzulesen? Ach so, das Recht der Auflösung zum Beispiel. Im 83. Jahr des Zeitalters des Ruhms wurde einer der Magier des Zirkels von Nevarra beim Praktizieren verbotener Magie ertappt. Die Templer richteten ihn umgehend hin, aber das provozierte Unruhen innerhalb des Zirkels. Die Magier führten aus Rache für den toten Magier mehrere magische Angriffe gegen die Templer durch. Doch ihr Kommandant sah sich außerstande, die Verantwortlichen zu ermitteln. 3 Monate später beschworen die Magier einen Dämon und hetzten ihn gegen die Templer. Doch Dämonen sind nicht so leicht zu kontrollieren. Nachdem er die erste Gruppe von Templern vernichtet hatte, die ihn aufhalten wollte, nahm der Dämon Besitz von einem seiner Beschwörer. Die so entstandene Abscheulichkeit mordete Templer wie Magier und konnte aus dem Turm fliehen. Die oberste Klerikerin schickte eine Legion Templer los, den Flüchtigen zur Strecke zu bringen, was jedoch erst ein Jahr später gelang. Die Abscheulichkeit hatte bis dahin 70 Menschen erschlagen. Die göttliche Galatea sprach als Reaktion auf die Katastrophe in Nevarra in der Hoffnung, dergleichen künftig zu vermeiden, allen obersten Klerikerinnen der Kirche das Recht zu, einen Zirkel vollständig auszulöschen, sofern sie es für unvermeidbar halten. In den letzten 700 Jahren wurde dieses Recht auf Auflösung 17 Mal ausgeübt. Aus von Feuern, Zirkeln und Templern, eine Chronik der Magie in der Kirche von Schwester Petrine, Scholarin der Kirche. Abtrünnige, das können wir auch noch später machen. Ja, das war's, glaube ich. Ja, okay. Was dazugelernt. Leichengalle. Okay. Erkohlter Leichnam. Huh? Private Dokumente. Was hat es mit diesen komischen Statuen auf sich? Ich weiß es nicht. Okay. Eine Notiz eines Schülers. Der Junge ist tot. Er hat irgendetwas hinter dem Schleier berührt, ohne darauf vorbereitet zu sein. What? Ach so. Wächter der Mündung. Jungs, ich sage euch, es handelt sich um eine Prüfung wie die Beschwörung. Warum sonst sollten Unterrichtsstunden ausfallen? Und dieser Ausbruch von Aldred in der Bibliothek? Ein altes Buch zeigte eine Seite über die Mündung. Und ich habe so viel wie möglich davon aufgeschrieben, bevor wir rausgeworfen wurden. Abgeschrieben. Anmerkung zum Ritual. Ein gesenktes Schwert bereit zum Schlage durch und durch. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ich das nicht hätte sehen sollen. Das wäre zu praktisch. Ich gehe der Sache auf den Grund und wenn ihr klug seid, helft ihr mir dabei. Gernt. Ein gesenktes Schwert bereit zum Schlage durch und durch. Ein
gesenktes Schwert, bereit zum Schlage durch und durch. Ich habe jetzt einen Schlag gekriegt. Okay. Achso, ja, questbezogen. Wo habe ich's denn? Wächter der Mündung. Nein, nein, nein. Und hör auf, mich zu fragen. Ich werde wegen dir nicht noch einmal in Schwierigkeiten geraten. Mir ist egal, was im Keller ist und den höheren Markt auch. Es geht ausschließlich um Aljed und die oberen Stockwerke. Ich weiß nicht, was du da ausgegraben hast, aber diese Dinge sind älter als unsere Schulbücher. Ein Schüler sollte sowas nicht mal anfassen. Anmerkungen zum Ritual. Die Faden verbrannt vor einem Riesen, den Speer nach oben gereckt. Er steht da allein. Jedwedes Flüstern ist also Illusion. Nolan. In die Ecke gekritzelt brauche ich nicht. Owain kannte die Mündung. Die Faden verbrannt vor einem Riesen, den Speer nach oben gereckt. Das ist aber ein Schwert, kein Speer. Ich bin verwirrt. Ach, Liliana, du wirst so doll vermisst. Alle Truhen können nicht geöffnet werden. Oh, eine Küche oder sowas, glaube ich. Messer und Herd und sowas. Ja. Okay, warte mal. Aber das ist doch kein Speer. Ich bin irgendwie... Ist hier noch irgendwie was? Nee. Hä? Ich glaube, ich bin blind. Go away. Ja? Ja, wie wär's, wenn du mal bitte da bleibst? Dankeschön. Braucht ihr Hilfe? Ja. Oh, Alistair. Du sollst da bleiben. Verdammt! Hä? Ist er doof oder was? Greif mal an, Junge. Ja, super. Ganz klasse gemacht. Oh Mann, ich muss irgendwie das einstellen, dass er besser angreift. Das ist nämlich meine Schuld, das kann man einstellen. Oh oh, hallo. Los geht's. Bin das war mal unterwegs. Ein Mensch. Oh oh. So zurück! Nimm das! Ja. Schnell, ich finde, wir arbeiten gut zusammen. Das finde ich auch, mein Freund. Haben wir gut gemacht. Oh. Ups. Ups, ups. Leichnam eines Soldaten. Also hier sind auch Statuen, aber die sind irgendwie nicht anwählbar. Eventuell muss ich doch zurückgehen und irgendwie mein Glück versuchen. Ja, hier sind ja schon irgendwelche Zimmer. Hm. Ich bin verwirrt. Hier ist nichts.
Statue. Eine Truhe. Da geht's runter. Da geht's nicht weiter. Ich lese am besten mal weiter und dann wird sich das bestimmt auflösen. Ein gesenktes Schwert. Von Nolan. In die Ecke gekritzelt. Brauche ihn nicht. Owain kannte die Mündung. Der erste Verzauberer Dorval erlag plötzlich einer Lungenerkrankung. Die unglückliche Unterbrechung der direkten Linie seit der Gründung des Turms sollte als Gelegenheit gewertet werden. Der Zirkel wird seine Gewohnheiten reformieren, um näher am Puls der Zeit zu sein. Viele Rituale bleiben wichtig, aber manche, die zwei Glocken, Garnolds Wehklagen, Wächter der Mündung, Benford Dar, haben in unseren Texten keine oder nur eine sehr geringe Bedeutung. Wir werden nach vorne streben, wie Dorval es gewollt hätte, und diese und andere Zeremonien dem Zeitalter überlassen, das wir hinter uns gelassen haben. Da er kein Testament hinterlassen hat, wurden seine Besitztümer zum Wohle aller in die gemeinsame Bibliothek gebracht. Auszug aus, Erklärung des Zirkels der Magie, Übergangsphase der Feste Kinloch, 90. Jahr des 5. Zeitalters, das erhabene Zeitalter. In die Ecke gekritzelt, schon wieder Mündung, noch dazu alt. Sie haben keine Ahnung, Idioten. Der Schutz wird schwächer. Da steht nichts von irgendeinem Ritual. Heute sind wir schon weiter vorgedrungen, jenseits dessen, was der Mensch erreichen kann. Das Glühen der schwarzen Stadt war die ganze Zeit am Horizont zu erkennen, aber einen Weg dorthin gab es wie immer nicht. Seit Menschengedenken ist niemand dorthin gereist, doch alle fühlen sich hingezogen und man hört Flüstern. Dort ist etwas Großes. Und daneben stets in der Nähe ein zweiter Verstand, unbelastet. Morgen werde ich mit ganzer Kraft erneut versuchen, ihn zu befreien. Kann jemand anders schon so weit gekommen sein? Wir werden die Wunder gemeinsam ergründen. Anmerkung zum Ritual. Das Behältnis in Händen tropft durch Worte aus anderer Zeit wahre Macht herab. Dokumente über die Mündung vermutlich aus dem 2. Jahrhundert vor der Zeitrechnung. Erster Verzauberer im Geheimen zum Wächter der Mündung ernannt. In die Ecke gekritzelten Mündung vor dem Zirkel. Noch jemand im Nichts. Das will ich auch. Seine Silberkordel ist schwarz geworden. Schwarz. Kein Wunder, dass seine Hülle zerbrochen ist. Aus dem Nichts kam weder etwas Sterbliches, noch etwas dort Entstandenes zurück. Beweist nach so langer Untätigkeit ein nachträglicher Einfall die Existenz der Götter? Diese Bestie erfüllt keinen Zweck. Möge die Kraft des Turms sie dahin raffen und selbst die Erinnerung daran vergehen. Nur eine Lektion ist daraus zu ziehen. Bleibt im Nichts konzentriert, denn jede Ablenkung entwickelt ein Eigenleben. Anmerkung zum Ritual. Ein erhobenes Schwert durchtrennt die Verbindung. Ah, da ist das erhobene Schwert. Okay, dann gibt es offensichtlich 4 Statuen. Ich muss sie nur irgendwie finden. Okay. Dann gucke ich erstmal weiter und komme eventuell nochmal darauf zurück. Wird gespeichert. Ich habe ein bisschen Angst. Natürlich. Ja. Oh, es gibt mir ein Zeichen. Aber der Templer nicht mehr, der war ja einfach nur besessen. Wir haben ihn einfach kaltblütig ermordet. Das sollte man vielleicht auch mal hinterfragen, aber gut. Okay. Bin schon unterwegs.
Hä? Hä? Amulett der stillen Gewässer, das kennen wir ja schon. Eine herausgerissene Seite. Fünf Seiten, vier Magier. Buch Deus vi Eternus. In Malefactorum Dragos te Vintim. Solariat ven Deus Mentoris Pluratic ven Contrivarian. So spruch er und brachte Leben. Sprichst du die Worte Himmelfahrt? Antworten liegen in Text unleserlich. Notizen unten auf der Seite. Hiermit beginne ich meine Studien im Bewusstsein, dass sie den Zirkel für immer verändern werden. Historikern zuliebe sei vermerkt, dass wir uns im Jahre 29 des 9. im Jahr 29 des 9. Zeitalters befinden. Das Zeitalter der Drachen. Das heißt, das war letztes Jahr, weil wir uns jetzt im 30. Jahr befinden. Damit das Datum klar ist, wenn die neuen Kalender, der einst mit Fonst Null beginnen. Vom Schlund der Götter endlich zum Volk. Durch mich. Verzauberer Fonst. Der hat irgendeine Entdeckung gemacht, was die Religionsdenkweisen verändern könnte. Oh. Aua. Bein gebrochen. Okay, da geht's. Zur vierten Ebene, das wollen wir noch nicht. Buch Deus vi Eternus in Malefactorum. Achso, das habe ich ja alles schon. Okay. Weitere Notizen unten auf der Seite. 479 Sovereigns, zuzüglich einiger Gefallen. Die Unsterblichkeit ist jede Münze wert. Worte der Schöpfung. Beweise für den Erbauer. Niemand darf vor Abschluss der Übersetzung davon erfahren. Ich werde einen ersten Verzauberer haben. Könige werden mir zuhören. Ich werde Könige besitzen. Ruhm immer da. Von Verzauberer Modalt. Okay. Erhebt euch, meine Tierchen. Eure Herrin befiehlt es. Ach du Schande. Oh oh, der Mann der Wollust. Schnell weg. Mal sehen. Wer kommt als erster dran? Oh je. Alistair, greif mal an, bitte. So, verhöhnen. Bleib erstmal mit Narren! Hey, lass mich schön in Ruhe hier. Das ist, wenn man das eigentlich mal bedenkt, was hier passiert, auch voll traurig. Die sind ja verzaubert von dem Dämon und wir killen die jetzt einfach. Haben wir nicht gesagt, wir wollen so viele retten, wie es geht? Okay, meine Gefährten hören wohl nicht auf mich. Hallo. So, es ist einfach umgefallen. Ja. Ich finde, wir arbeiten gut zusammen.
Ja, das finde ich auch, aber ich finde es trotzdem irgendwie traurig, weil die Templer wurden ja von dem Dämon in Trance versetzt oder sowas. Oder bezaubert, wie das hier steht. Aber auch mit den Dämonen wissen wir auch nicht, was es damit auf sich hat. Also die einfach so abzuschlachten ist halt auch irgendwie, Vielleicht erfahren wir ja irgendwann mal mehr darüber. Wer weiß. Ui, okay. Blutmagier, Arkaner Krieger. Ja, ich habe das Gefühl, irgendwie ist das alles schon freigeschaltet von meinen vorherigen Spielläufen. Denn woher sollte er wissen, wie Blutmagie geht? Keine Ahnung. Ui, das ist wichtig. Klugheit 16 brauchen wir dafür. Okay. So. Ich würde ja gerne da hinkommen. Weil das schon sehr mächtig ist mit dem von Toten das Mana absaugen. Klingt zwar ein bisschen böse, aber ist auf jeden Fall sehr nützlich. Ja, das ist mir ehrlich gesagt sehr wichtig mit dem Mana. Kleiner Goldbarren, what? Hä? Huh? Splitter. Plus 20% Kälteresistenz, aber minus 1 Geschicklichkeit. Zauberstab. Ja, geht so. Ja. Ja. Los geht's. So. Erweitere Notizen. Notizen zu einer wundersamen Entdeckung. Ein seltsames Schriftstück. Klar, von steter Hand geschrieben. Das würde man von einem Vertreter des Erbauers ja auch erwarten. Es erfüllt alle meine Erwartungen, welche Worte der Erbauer wohl verwenden würde. Es ist perfekt und ich werde große Freude dabei haben, nach der Besetzung mit seiner Hilfe die Kirche herumzukommandieren. Es ist jeden Kupferling wert. Herr Zauberer Gaius. Weitere Notizen. Der Erbauer verbanne den Händler. Eine Kopie, eine Fälschung. Warum habe ich es nicht bemerkt? Es war so offensichtlich. Spruch? Ich werde zum Gespött. Niemand darf es erfahren. Beha Joam. Wenn ich ihn finde, bringe ich ihn um. Das war also alles fake. Keine Beweise für oder gegen einen Bauer. Gar nix. Okay. Keine Truhe für uns. Na gut. Weitere Notizen. Ich verstehe die Worte nicht, aber ich werde ihre Rätsel ergründen. Ob sie den alten Göttern oder dem Erbauer selbst entstammen, ich werde ihnen ihre Geheimnisse entreißen. Ich brauche die Essenz der Mächtigen und der Reinen. Und so beginnt mein Weg auf einer blutigen Straße. Doch am Ende stehen Göttlichkeit und die Schlüssel zur schwarzen Stadt. Verzauberer Ronus. Oh, das klingt irgendwie nach Opfergaben. Ich brauche die Essenz der Mächtigen und der Reinen. Das klingt irgendwie nach Blutopfer oder so. 5 Seiten, 4 Magier. Mehrere Verzauberer des Zirkels haben unwissentlich dasselbe gefälschte Buch studiert.
Jemand namens Beha Joam hat ihren Ehrgeiz ausgenutzt und dabei vermutlich einen netten Profit erzielt. Halte die Augen nach ihm offen. Interessant. Oh, es speichert von selbst. Natürlich. Arsch. Scheibenkleister, oh je. Natürlich. Warte. Wir gehen mal richtig schön woanders hin. Zeigt mir die Richtung. So. Schlurfendes Skelett. Wir müssen siegen! Ja, du musst dich wirklich viel mehr anstrengen! Besser geklappt, als ich dachte. Okay. Bin schon unterwegs. War zwar von der Taktik her auch wieder nicht perfekt, aber ja. Ich versuche mich zu bessern. Ah, guck mal. Haben wir aufgesplittet, die Gruppen hier. Hallo. Natürlich. Bin schon unterwegs. Das war ein guter Tag, ja. Hallo? Da steht einer und da ist eine andere Statue. Juhu! Ich rede gleich mit Ihnen, junger Mann. Ich muss erstmal looten. Hä? Man weiß ja nie, ob man nach dem Gespräch noch hier ist oder nicht. Okay. Moment. Questbezogen. Möchte der Mündung. Schwert gesenkt haben wir irgendwie schon mal angeklickt. Der Speer nach oben gereckt. Das ist aber kein Speer. Das ist ein Schild. Gesenktes Schwert. Nach oben gereckt der Speer. Behältnis in Händen. Erhobenes Schwert. Ach so, das ist auch gar nicht die richtige Reihenfolge. Da unten steht die richtige Reihenfolge. Ah, okay. Rasch hingekritzelt, flüstern, spricht von großer Halle, die ganze Zeit über uns verborgen. Das Behältnis in Händen tropft durch Worte aus anderer Zeit. Wahre Macht herab. Schüssel hinstellen.
Ein erhobenes Schwert durchtrennt die Verbindung. Kordel durchschneiden. Ein gesenktes Schwert bereit zum Schlage durch und durch. Die Fäden gelegt vor einen Krieger mit erhobenem Speer, geschützt von allen Seiten, damit das Flüstern als Lüge erkannt wird. Wo ist das? Reihenfolge ist klar, aber der Ort nicht. Das Flüstern ist in meinem Kopf. Ja, das Problem habe ich auch. Ich finde den Speer nicht. Das Einzige, was ich hier habe, ist irgendwie ein Schild. Aber ich kann das ja mal versuchen. Lieber Besänftigter, ich rede gleich mit Ihnen. Das soll nicht unhöflich sein, aber... Es ist mir ein großes Bedürfnis, das zu klären. So, die Statue. Da ist jetzt gar nichts passiert. Okay. Ich bin zu doof dafür. So. Das Behältnis. Erhobenes Schwert. Erhobenes Schwert, gesenktes Schwert und dann probiere ich mal das Schild oder den Schild. Da komme ich immer durcheinander. Ja. Gut. Keine Ahnung, ob das überhaupt irgendwie angenommen wurde hier, weil nichts passiert, aber I try. So, und die einzige Statue, die jetzt noch da ist, ist die, weil ansonsten kommen wir in einen neuen Stock. Wächter der Mündung. Ein tiefes Grollen signalisiert die Deaktivierung alter Schutzmechanismen. Irgendetwas in den untersten Ebenen des Turms ist nun frei. Ach, wahrscheinlich im Keller. Okay, dann spreche ich erstmal mit dem jungen Mann hier. Ich sollte mich verstecken, damit das nicht nochmal passiert. Das war's? Vielleicht solltet ihr nach unten gehen. Danke für eure Hilfe. Okay, dann nicht. Okay. Bin ja mal gespannt, was da unten auf uns wartet. Nichts Gutes, vermute ich mal. Wo muss ich hin? Von hinnen und von dannen. Ich muss mal ganz kurz niesen. Einen Moment. So, Entschuldigung. Weiter geht's. Meine Teure, ihr steht mir ein bisschen im Wege. Durch die wunderschöne Bibliothek. Hi, Leute, wir sind's nur.
Ja, nicht wundern. Eigentlich sollten wir die anderen versuchen zu retten, aber wir wollen ein bisschen auf Schatzsuche gehen. Tschüss! Kann nicht geknackt werden. Schawirt? Wer ist denn das? Ich bin hier. Los geht's. Gut, machen wir uns die Hände schmutzig. So lange wie noch kannst. Spielen wir? Ja. Ein seltsames Ding. Die reinste Zerstreuung. Schawirt, eine Sammlung starker, jedoch zielloser Gedanken aus dem Nichts. Ein derartiges Wesen ist der direkte Gegenpol zu Konzentration und Antrieb. Fleischgewordene Ablenkung. Wer immer das dem Nichts entlockt hat, muss fürwahr mächtig sein und aus alter Zeit stammen. Ja, das war tatsächlich aber eine sehr doofe Ablenkung. Los geht's. Weil wir jetzt Zeit verloren haben. Yusaris. Hallo. Es lässt sich nicht sagen, wie alt dieses Schwert ist, aber dennoch strahlt seine Schneide noch immer wie das Mondlicht. Auf der einen Seite der Klinge steht geschrieben, du bist der Spiegel. Und auf der anderen, wirf zurück. Was es damit wohl auf sich hat. Yusaris, der Drachentöter. Begleitet von Monstern zog er los, den leeren Wolfswegen folgend, dem Drachen hinterher, in die Lande, wo das Eis dem Stahle gleicht. Die Luft so dünn ist wie ein Bettler, und jeder steinige Weg voller Knochen ist den Knochen einsamer Toter. Dort blieb Dane und 50 Schwerter wurden verbraucht, bevor sie doch noch die Höhle von Feenschal fanden. Dem alten Hüter der Berge und Fluch aller Wölfe. Dane suchte einen Weg, den Drachen zu erlegen. Diesen Unhold des Feuers, dessen Krallen und Schuppen heller leuchteten als jedes Kriegers Rüstung, mit Zähnen groß wie Menschen. Und rings um die schlafende Bestie nur Knochen, von Wölfen, Menschen, Tieren ohne Zahl. Der Geruch des Todes verschreckte sogar die Wölfe und Dane kroch verzweifelt in die Höhle, den Tod des Monsters allein herbeizuführen. Dort glitzernd unter den Toten wie ein Stern, fand seine Hand ein Schwert, Yusaris, geschmiedet vor langer Zeit von den Zwergen für einen Lord der Alamari, wartete es darauf, wieder in der Schlacht geführt zu werden. Dane zog es aus der Erde und führte es ins Auge des noch schlafenden Drachen mit einem schnellen, fürchterlichen Streich. Und Feenschal erwachte zornig, nur um sogleich zu sterben. Aus Dane und der Werwolf. Die Legende um das Schwert Yusaris ist älter als Andraste. Die Klinge, die Dane im Drachenhort fand und mit der er sowohl Feenschal als auch den Werwolf erschlug, ging in den Besitz seines Sohnes Hafter über. Dane mag eine fiktive Figur sein, aber Hafter gab es wirklich. Im Jahre 40 des ersten Zeitalters, göttlichen Zeitalters, führte er die Stämme der Alamari gegen die Dunkle Brut an, die aus dem Gebiet der Zwerge in das Tal von Ferelden eingedrungen war. Er schlug die Horde nicht nur zurück, sondern besiegte im Anschluss auch die vereinten Streitkräfte der Avar und der Chasend, die aus dem Chaos einen Vorteil zu ziehen hofften. Seine Siege brachten ihm so viel Respekt seitens der Stämme ein, dass er zum ersten Terran ernannt wurde. Nachdem er jahrelang in Frieden über das Tal geherrscht hatte, soll Hafter Ferelden verlassen haben und nach Osten in unbekannte Teile des Meeres von Amaranthine gesegelt sein.
das Schwert in der Hand. Es wurde nie wieder gesehen. Und er auch nicht. Und es hat seinen Weg hier in den Turm gefunden. Oder besser gesagt, ins Nichts gefunden. Und wir haben den Dämon aus dem Nichts hervorgeholt. Wie es wohl dorthin kam? Naja, wir wollen jetzt mal wieder zurückgehen. Und versuchen schnell die Magier und Templer zu befreien. Die guten Leute des Zirkels hier. Natürlich. Natürlich. Bald sind wir da. Lauf, Forest, lauf. Lauf, Dalen, lauf. Das mit dem Besänftigten finde ich trotzdem ein bisschen komisch. Aber naja, er empfindet halt nichts mehr, ne? Keine Angst, kein gar nichts. Das sieht hier aber sehr belastet aus. Also hier diese ganzen Geschwülste und so, das sieht irgendwie nach dunkler Brut aus. Aber es sind wahrscheinlich durch die Abscheulichkeiten passiert, solche Wucherungen wie Krebs oder so. Außerschulische Studien. Hiermit wird verkündet, dass die Übungshalle im vierten Stockwerk künftig nur noch von der am Turm stationierten Templer-Garnison benutzt werden darf. Da sie eigentlich bereits über geeignete Ausbildungsstätten verfügen, werden sie dadurch die Aktivitäten des Zirkels noch genauer überwachen. Verzauberer Bergens freiwillige Waffenausbildung findet bis auf Weiteres nicht mehr statt. Zudem ist Verzauberer Bergen von seinem Posten als Lehrer zurückgetreten. Ersterer Verzauberer Sinclair. Okay. Die haben ja versucht, irgendwie zu trainieren. Heimlich, glaube ich. Ich lese heute sehr schlecht vor, das tut mir leid. I don't know why. Oh oh, ich erinnere mich. Ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwie zensieren muss oder so. Bin mir nicht so ganz sicher. Die Dämonen der Wollost sind ein bisschen, ja, leicht bekleidet, sag ich mal. Und sehr weiblich. Nun gut. Schön fürs Abendessen, Liebling. Ja, Schatz? Was gibt es denn heute? Wildschwein vom Grill. Dein Gericht mit Süßkartoffeln. Das Essen sieht wunderbar aus. Du verwöhnst mich, Süße. Was macht der Unterricht unserer Kinder? Fragt sie selbst. Was hast du gelernt, mein Sohn? Mutter sorgt dafür, dass ich schreiben übe. Und schlägt mir auf die Knöchel, wenn die Buchstaben nicht richtig sind. Ja, es ist wichtig, dass ein junger Mann das Schreiben beherrscht. Und was ist mit dir, meine liebe Lissa? Mutter bringt mir bei, wie man Harfe spielt. Und ich habe beim Kochen geholfen. Es schmeckt hervorragend. Danke, Kleine. Ist das nicht wunderbar, mein Gatte? Ach, ist unser Leben nicht perfekt? Ja, alles ist perfekt. Oh Mann, okay. Das Problem ist halt, dass
Also an sich finde ich das gar nicht so schlimm, wenn die jetzt zusammen leben würden. Das Problem ist allerdings, dass der Dämon nach und nach seine Lebenskraft entzieht und ihn am Ende tötet. So, das ist halt ein Problem. Und auch diese Täuschung, dass er so in der Scheinwelt lebt, ist ja auch nicht so gut. Das heißt, ja, eigentlich werde ich da jetzt eingreifen. Alles entspricht deinen Wünschen, mein Ritter. Unsere Liebe und unsere Familie übertreffen deine kühnsten Hoffnungen. Gebt ihn frei, Dämon. Hast du was gehört, Schatz? Es ist nichts, Liebling. Nur die Tür. Ich gehe schon. Die Kinder sind mit dem Abendessen fertig. Bring sie zu Bett. Ich sehe nach, wer da ist. Beeil dich! Die Kinder wollen einen Gute-Nacht-Kuss von dir. Es dauert nur einen Moment, Liebling. Ihr unterbricht einen privaten Moment voller Liebe. Ich hasse Unterbrechungen. Ihr habt diesen Templer verzaubert, nicht wahr? Glücklich zu sein ist ein Zauber. Ah, in allen Freuden der Sterblichen liegt eine gewisse Macht. Ich habe ihm gegeben, was er immer wollte. Was ist daran schlecht? Sein Glück ist aber eine Illusion, eine grausame Lüge. Gefühle sind niemals greifbar. Ihr könnt sie weder sehen noch berühren. Aber meist werden sie durch reale Ereignisse und Personen ausgelöst. Was ihr ihm angetan habt, ist abscheulich. Ich sah seine Einsamkeit und den Wunsch nach einer Familie, die ihn liebt. Auch die Erfüllung von Wünschen kann zu großem Leid führen. Eine Lektion für alle, die sich mit dem Gedanken an eine Heirat tragen. Wie lange soll er in dieser Benommenheit verharren? Wird er es merken, wenn sein Körper den Dienst versagt und der Tod ihn zu sich holt? Eine kurze, aber glückliche Existenz ist besser als immerwährendes Elend. Ihr glaubt also, ihr tut etwas Gutes? Wir sind Partner. Ich gebe ihm, was ihm niemand sonst geben kann. Und durch ihn erfahre ich, was es heißt, sterblich zu sein. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich glaube halt, dass sie sich von seiner Lebenskraft ernährt. Und das wiederum wäre nicht gut. Er verdient es aber, von euch befreit zu werden, um sein eigenes Glück zu finden. Welches Glück? Sein bisheriges Leben war leer und er bereut sein Gelöbnis. Dorthin wollt ihr ihn zurückschicken? Ich will nichts von euch. Ich habe, was ich brauche. Ich bitte nur darum, dass ihr uns in Frieden lasst. Was wird denn mit euch, wenn ich gehe? Vielleicht werden wir entkommen. Vielleicht auch nicht. Ich weiß ja nicht. Ja, Gefährten, wie wär's mal, wenn ihr mir irgendwie einen Tipp gebt? Also ich weiß ja, was passiert, wenn
wenn ich sie aufhalten will. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass meine Gefährten mich dafür hassen werden. Aber ich habe eh andere Vorstellungen, auch von Religion und Kirche und so. Macht vielleicht schon Sinn, rollenspieltechnisch. Ihr seid in einer interessanten Lage. Ich lasse euch erstmal am Leben. Ich danke euch. Falls euch das irgendwas bedeutet, ihr werdet uns nicht wiedersehen. Komm, Liebling, wir machen einen Spaziergang. Die Kinder möchten, dass du ihnen die Sterne am Nachthimmel zeigst. Meine Gefährten sagen gar nichts dazu, okay? So geschockt, was ich gerade getan habe. Los geht's. Das ist vielleicht ein bisschen unfair, aber ich weiß halt, was passiert, wenn man sie auffällt. Beide sterben und dann soll er lieber in einer Illusion leben und glücklich sein, als schmerzhaft durch Alistairs Schwert ermordet zu werden. Da werden mir viele widersprechen, das weiß ich. Das ist auch nicht unbedingt die beste Entscheidung, aber ich finde es halt trotzdem besser, als ihn einfach abzuschlachten. Ich habe mich gerade ein bisschen verlaufen, habe ich das Gefühl. Okay, hier kam ich raus. Die Truhe kann ich nicht öffnen. Dann war das, dann... Yeah. Oh. Oh, ein Blutmager. Jetzt trainieren wir ein bisschen. Robe eines Archon. Diese verzauberte Robe ist in der Art von Tevinter gestaltet, mit zahlreichen Goldnähten und eingearbeiteten Bronzeverzierungen. Gesundheitsregeneration und Kampf plus 75 Rüstung und Zauberkraft. Hallo Baby, komm zu Mama. Yeah. Ja. Ich habe größtes Mitgefühl für euren Verlust, aber es steht nicht in der Macht der Kirche, jeden obskuren Untergang vorherzusehen, dem ein Schüler erliegen kann, zumal im Zuge von Methoden außerhalb des bereits umfangreichen magischen Lehrplans. Wir haben einfach nicht genug Platz für zusätzliche Ausbildungsstätten und außerdem bestehen Bedenken, zu viel zu vermitteln, worauf ich an dieser Stelle nicht näher eingehen möchte. Euer Antrag ist abgelehnt. Erster Verzauberer Sinclair. Wir haben Angst, den Leuten zu viel beizubringen, weil sie sonst gefährlich werden könnten. Zauberstab.
Ach, herrje. Oh, sie an. Besuch. Ich würde euch ja unterhalten, aber das ist viel zu anstrengend. Das war mal ein Mensch. Das ist eine Abscheulichkeit. Wer ist dieser Mann und was habt ihr mit ihm gemacht, ihm angetan? Er ruht sich nur aus. Der arme Kerl war sehr müde. Ihr wollt euch uns doch sicher auch anschließen. Möchtet ihr euch nicht einfach hinlegen und das alles vergessen? Alles hinter euch lassen? Kann die Augen nicht offen halten. Nein! Kann mich jemand zwicken? Das ist lächerlich. Ich lege mich noch nicht auf einen Boden, der voller Blut und klebrig ist. Widersteht! Ihr müsst widerstehen! Sonst sind wir alle verloren! Warum kämpft ihr dagegen an? Ihr verdient mehr. Ihr verdient eine Ruhepause. Die Welt dreht sich auch ohne euch. Nein, kämpft dagegen an. Nein. Aber wie es weitergeht, das seht ihr erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö, brü.